Und weiter geht's bei der Ameisenkampagne mit Mission 3. Die Quelle der Aktivität der Ameisen wurde in diesem Gebiet bestimmt. Wir vermuten, dass sich ihre Nester in diesem Gebiet befinden. Sie müssen zerstört werden. Ein Team von zivilen Spezialisten ist auf dem Weg zu ihrer Position. Nutzen Sie sie, um alle Ameisennester im Gebiet zu vergasen. Ich glaube, es ist wirklich vergasen gemeint. Ich meine, andere Kontext kommt mir gerade nicht. Vernichten Sie außerdem alle Ameisen, auf die Sie treffen. Seien Sie vorsichtig. Diese Dinger können durch alles kauen, beziehungsweise sie können durch alles beißen. Also Chew ist eigentlich kauen, aber ich glaube, sie meinen einfach, sie können alles durchbeißen. Viel Glück. Ja. Sie können durch alles Ja, durchkauen. ist in Ordnung. Kampfhans machen. Wir haben ja echt so Grafikfehler und wir haben Misch aus allen In Völkern. Ordnung. Ja. Ah, ich merke gerade. Sind wir mal vorsichtig beim Spieltempo. Bin ich nicht runtergegangen. Wir haben sowohl Sowjets als auch Alliierte. Das ist mir schon bei den Grenadieren aufgefallen. Gar nicht mal so schlecht. Okay, dann war. Diese Mission ist auch keine Kommando. Dann war wahrscheinlich nur die vierte Mission dann eine Kommandomission, oder? Ich kann mich erinnern an eine sehr gemeine Kommandomission. Ich habe Angst. Hier ist ein bisschen Erz. Hier können wir trotzdem mal anfangen. Wir können später immer noch. Muss hier unbedingt Nest. Können wir das nicht zerstören irgendwie? Ah, Moment, ich glaube, die Nester konnten ja mit diesen Zivilisten, mit diesen zivilen Spezialteam ja zerstört werden, ne? Da war was. Das Interessante ist übrigens, ich glaube, die gelbe Farbe ist beabsichtigt. Ich glaube, was wir hier spielen, sind wahrscheinlich wirklich schon, ich meine, Kampfpanzer, Mammutpanzer, das sind wahrscheinlich wirklich schon die Anfänge der GDI. Dass wir auch Grenadiere haben, das ist schon bewusst gewollt. Ich glaube tatsächlich, ja, die gelbe Farbe, die Einheiten, die wir einsetzen können, wir spielen tatsächlich die Anfänge der GDI. Das spielt wahrscheinlich relativ kurz. Ich weiß nicht, ob das wirklich kanonisch ist, aber es ist wahrscheinlich wirklich, es müsste tatsächlich kanonisch sein, dass wir hier was mit den Ameisen passiert. Nein, nein, meine schönen Mammut. Ah, das habe ich wirklich total verkackt. Ich hoffe, wir können die nochmal bauen. Alter, der Bauhof. Ich glaube, das müssen wir nochmal neu starten. Ja, das müssen wir nochmal neu starten. Das ist immer richtig eklig. Okay, nochmal. Diesmal bauen wir schnell die Basis auf. Von da oben kamen Ameisen. Ich erinnere mich. Melde mich, wie bestätigt. In Ordnung. Ja, bestätigt. Ab geht er. Melde mich, wie in Ordnung. Erwarte ihr. In Ordnung. In Ordnung. Ihr Einsatzfahrzeug. Bestätigt. Dass mit dir halt auch nicht gescheit trifft. Wir haben das halt einfach ein bisschen zu gut gemeint mit diesem übertriebenen Micromanagement, dass der Alarmstufe rot hat, dass man unser Stützpunkt in Ordnung. Sich bewegende Feinde so gut wie nie trifft mit den ballistischen Geschossen. Beziehungsweise, dass der Schaden, den man macht, so minimal ist, dass tatsächlich ein Duell, wenn. Ich habe es tatsächlich schon gesehen, im Duell, so ein Kampfpanzer kann den Mammutpanzer besiegen. Wenn er sich nur genug bewegt um ihn herum und rumkitet und sonst irgendwas. Und das ist irgendwie. Das ist einfach zu viel des Guten. Dass die Einheiten halt nicht in den Lauf schießen können und ein bisschen vorausschießen oder so. Okay, bleibt mal ein bisschen passiv in der Basis, anstatt alles Mögliche zu erkunden. Und holen wir mal die Infanteristen raus. Anscheinend können wir irgendwie die Nester ausräuchern, ja? Und ah, der Grafikfehler da oben, das ist doof. Konstruktion abgeschlossen. Neue Bauoption. Alliierte Verstärkungen sind eingetroffen. Ja, Sir. Bestätigt. Ah, das sind die Spezialisten. Konstruktion abgeschlossen. Mich jetzt. Sieht mir fast aus wie Wissenschaftler. In Ordnung.
Okay, und ihr könnt die Dinger beschädigen, ja? Ich hoffe es mal. Ameisen 3. Yes. Einsatz gespeichert. Ah, der Grafikfehler ist weg. Cool. Ja, wir haben echt tatsächlich so die GDI-Möglichkeiten. Wird gebaut. Yay, Nest ausgelöscht. Ja, die vergasen das tatsächlich. Okay, da kommen jetzt noch ein paar Überreste raus. Okay, die sind jetzt auch durchs Gas kaputt gegangen. Cool. Ja, sofort. Aber das ist natürlich cool, dass das jetzt schon nach dem Konflikt spielt tatsächlich und wir hier tatsächlich schon die Anfänge der neu gegründeten GDI sehen. So weit habe ich in meiner Kindheit gar nicht gedacht, aber es ergibt nur Sinn von den Einheiten, die wir einsetzen können, von der Farbe, von allem. Klar, 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 klar. Sehr gern. Alter, was halten die aus? Verloren. Die waren nur in der ersten Mission so abgeschwächt. Mittlerweile machen die meine Schützen ja gar keinen Schaden mehr dran. Ohne Panzer kommen wir nicht weiter. Bestätigt. Nicht ein Stück. Mammut-chan, lauf! Fahr! Neue Bauoption. Wird gebaut. Wird gebaut. Erstmal noch einen weiteren Erztransporter, bitte. Ja, Sir. Mit Nudeln. Melde mich in Ordnung. Ihr Einsatzfahrzeug? Ja, Sir. Wir decken mal eben hier ein bisschen ab. Erwarte Ihre Befehle. Jawohl. In Ordnung. Ihr Einsatzfahrzeug. Bestätigt. In Ordnung. Da müssen wir auch noch gucken. Da oben ist dann auf jeden Fall noch Erz, das weiß ich noch. Ja, ich finde es immer noch lustig, wie der BMT so ein schönes Herzchen drauf gemalt hat. Konstruktion ab. Ein Herz für BMTs. Energieniveau kritisch. War klar. Wird gebaut. Unzureichende Finanzmittel. Ja, V2 Raketenwerfer ist soll wahrscheinlich tatsächlich so den diese Raketen so eine ja. Es ist tatsächlich so, dass wahrscheinlich die GDI tatsächlich sehr viel Sowjettechnologie übernommen hat, weil ich denke, das ist cool. Weil die haben ja die Mammutpanzer übernommen. Sie haben dann später so Raketenbatterien gehabt. Das ist wahrscheinlich so, weil so sie gedacht, na, V2, ganz coole Basis, machen wir eine Raketenbatterie draus, also Raketenwerfer halt. Und dort hat sich die Artillerie gekrallt. Würde ich auch nicht behalten wollen als Alliierte. Ich denke, die haben erkannt, was für ein Trash das ist. Das Ding ist doch ausge. Ah, okay, sie kommen raus und sterben sofort. Okay, so ist es gemeint. Und dafür haben wir jetzt keine leichten Panzer mehr, ne? Ja, ich meine, sagen wir, dann hat ja dann Not. Ich erkenne den Lauf der Dinge. Ne, wir können kein Tech-Zentrum bauen. Diese zwei Mammutpanzer sind die einzigen, die wir haben. Gemein. Wird gebaut. Gestoppt. Erstmal Tarnbunker. Ich weiß nicht genau, ob es so viel bringt. Und da oben möchte ich auch gern verteidigt haben. Und dann braucht man eine Menge Kampfpanzer mal wieder. Wie groß ist die mehr? Ach du lieber Gott, ich glaube, das könnte ein bisschen dauern, die Mission. Da bezweifle ich, dass es ein Part wird. Ja, hi. Und macht's. Ach du lieber Gott. Ja, ich glaube, wir brauchen Geschütztürme. Wird gebaut. Einheit bereit. Wird gebaut. Ihr Einsatzfahrzeug. Melde mich. Bestätigt, in Ordnung. Abgebrochen. Ich wollte schon sagen, ihr müsst da eigentlich gleich drauf gehen. Ja, Sir. In Ordnung. Du guckst mal da drüben lang. Die V2. Könnte effektiv sein, aber die halten zu selten still. Erwarte Ihre Befehle, Sir. Bestätigt. Melde mich. Bestätigt. In Ordnung. Konstruktion abgeschlossen. Wird gebaut. Okay. Das würde ich mal als Erfolg verbuchen und speichern. Einsatz gespeichert. Ba, 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 ba.
hoffe, ich trigger hier oben nichts. Ich würde gerne sagen, da stoße ich vielleicht in ein Nespennest, aber eher ein Ameisennest. Ich hasse es, wenn ich recht habe. Aber hey, das Ding war schon verletzt. Ah, ich glaube, hier gibt es eine Verbindung, oder? Macht sich wirklich leichter für uns. Was ich ja immer noch ziemlich lustig finde, ist, dass die Kampfpanzer ja tatsächlich als Medium-Tank, als mittlere Panzer dargestellt werden. Gut, wie schon gesagt, also es ist tatsächlich auch in Tiberian Dawn, im Tiberian-Konflikt, es ist auch schon so, dass diese Panzer der GDI als Medium-Tanks bezeichnet werden. Dabei sind das ganz klar Abrams-Panzer und das sind schwere Panzer. Eigentlich schon, aber ich glaube, sie wollten mit diesem Medium-Tank, also da gab es ja die schweren von den Sowjets nicht mal, die mit den Doppelrohren. Ich glaube, sie wollten einfach den Unterschied zu Mammutpanzern klar machen, dass das ganz klar die schweren Panzer sind. Aber das, sowas würde ich schon als ultraschweren Panzer bezeichnen, was die Mammutpanzer ja darstellen sollen. Oder extra schwerer Panzer oder sonst irgendwas. Wird gebaut. Gestoppt. Wird gebaut. Man merkt echt den Wandel des GDI. Vorher kurzem hatten wir noch die Leichenpanzer, mittlerweile wurden die schon abgeschafft. Nicht von ungefähr, der Vergleich. Ja, Sir. Bestätigt. Ich wünsche, die Mammutpanzer würden ihre Raketen einsetzen. Ich weiß nicht, ob ich... gegen die Ameisen. Mittlerweile nehmen die gegen Anti-Infanterie-Waffen eh kaum noch Schaden. Als würden die Resistenz entwickeln. Als würde ich gegen die Tyranniden kämpfen oder sowas. Melde mich, wie befohlen. Wird gebaut. Melde mich, wie befohlen. Bestätigt. Hier ein Fahrzeug. Wird gebaut. Einer geht mal mit hoch. Eigentlich können alle mit hochgehen jetzt. Wir sind jung und brauchen das Geld. Ich wünsche, ich hätte ein Tech-Zentrum, um wenigstens alles aufzudecken. Aber nee, wir sind relativ noch eingeschränkt. Was unsere Möglichkeiten eingeht. Kreisch! Und Mist, ich wollte doch noch da drüben rüberbauen. Gut, dann machen wir noch eine Waffenfabrik. Melde mich, wie befohlen. In Ordnung. Bestätigt. Wird gebaut. Vergiss es mal schön, Freundchen. Ja, sag dir, vergiss es, hör auf dem Ding rumzukauen. Genau. Geh doch hin, wo der Pfeffer wächst. Ja, Sir. Erwarte Ihre Befehle. Aha. Ja, Sir. Ja, da unten ist noch dieses eine Stückchen, das können wir mal lassen. An sich haben wir aber nicht den Vorteil wie in den normalen Missionen, dass den Gegner auch die Ressourcen ausgehen, weil die Ameisen spawnen ja, glaube ich, endlos. Das heißt, wir haben Probleme, wenn das Erz aus ist. Also nicht nur, dass, na gut, das ist nichts Neues, dass wir Probleme bekommen, aber normalerweise kriegt der Gegner dann auch Probleme, aber das haben wir hier nicht. Hier tickt das Ganze ein bisschen anders. Wir müssen unsere Sammler auf jeden Fall beschützen und gucken, dass wir noch weiter nach Nestern Ausschau halten. Wird gebaut. Vielleicht nehmen wir tatsächlich mal einen Ranger. Ja, Sir. Einfach nur, um zu erkunden, dass er schnell durchrattert. Ja, Sir. In Ordnung. Melde mich wieder in Ordnung. In Ordnung. Bestätigt. Erwarte Ihre Befehle. Bestätigt. Schön ausrichten. Alles klar. Speichern. Einsatz gespeichert. Alreito. Bestätigt. Deswegen hat die GDI wahrscheinlich gelb als Farbe genommen, weil es ja noch Erz gab und die sich so dachte, hey, damit kann man sich super in den Erzfeldern tarnen. Das ist echt nicht zu unterschätzen. Los weg da. Verpiss dich. Ah, oh Gott. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Ja, nice. Ihr Einsatzfahrzeug. In Ordnung. Erwarte Ihre Befehle.
Nein, die brauche ich noch. Melde mich wie befohlen. Einheit bereit. Ja, Sir. Die müsste wird schon sagen, die müsste jetzt einfach weg. Wo will das Vieh hin? Abgeschlossen. Was? Oh. Das ist wirklich ein verdammter Ernst. Wird gebaut. Erwarte Ihre Befehle. Einheit verloren. Das ist das, was ich meinte, von wegen in Bewegung feuern. Das ist so nervig, dass Gegner einfach immer durchmarschieren können, überall. Weil die einfach nicht getroffen werden, richtig. In Ordnung. Ja, Sir. Konstruktion abgeschlossen. Wird gebaut. Ja, Sir. In Ordnung. In Ordnung. Bestätigt. Ich habe jetzt aber schon mal gemerkt, dass die Bunker jetzt kaum noch was bringen. Von daher müssen wir auf. Bestätigt. Geschütztürme umswitchen. Den haben wir zumindest ein bisschen was gegen zu bieten, auch wenn die Gegner wieder schön stillhalten müssen für. Ja, ich wünsche dir Tesla-Spulen oder Tesla-Panzer oder irgendwas in der Richtung. Oder Tesla-Trooper. Alles mit Tesla, weil die. Da ist es wurscht, trifft man auch alles in Bewegung. Instant Impact und so. Oh, das Erz hat sich gerade schön ausgebreitet. Gefällt. Wo kommt... Ah, okay. Ich wollte schon sagen, wo hat sich das Ding sich durchgeschlichen, aber der kam von dem vergasten Nest. Das hat echt Pfeffer, die Mission. Ah. Hallöchen. Liebe Freunde. Nein, Mammut-Chan. Einheit verloren. Bestätigt. Melde mich wie befestigt. In Ordnung. Einheit verloren. In Ordnung. Einheit in Ordnung. Bereit. Sofort. Wird gebaut. Wie schnell die halt sich auch durch den Mammut-Panzer durchbeißen, ist echt heftig. Jawohl. Ja, meistens sind leicht OP. Jawohl, jawohl, sehr gern. Sofort. Mir wäre es eigentlich fast lieber gewesen, wenn sie es ein bisschen schwächer gemacht haben, aber dafür noch mehr von der Anzahl oder so. Dass es halt einfach so ein verzweifelter Kampf ist, wie gegen Zerg oder so. Oder weil ich schon entweder habe Tyranniden oder sowas. Bestätigt. Oh, shit, 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 shit. Zurück, 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 zurück. Da kommen zu viele. Das sind zu viele. Das sind ganz klar zu viele. Einheit verloren. Wird gebaut. Melde mich, wie befohlen. In Ordnung. Dann sind die auch noch so schnell. Ja, Sir. Bestätigt. Ja, Sir. Bestätigt. Ja, Sir. Der Mammutpanzer lässt sich erstmal schön geschmeidig einholen. In Ordnung. Ja, Sir. Einheit verloren. Ja, Sir. Ja, in Ordnung. Zurück. Sag mal, lässt du dich mal auswählen? Ja, melde mich in Ordnung. Wird gebaut. Der kommandieren. Hier kommt mal zurück. Einheit verloren. Ja, Sir. Bestätigt. Bestätigt. Ja, Sir. Bestätigt. Erwarte ihr in Ordnung. Ja, Sir. Ja, Sir. In Ordnung. Der ja, Stützpunkt wird angegriffen. Ja, Sir. Erwarte ihre Befehle. In Ordnung. In Ordnung. Ich muss überlegen, ob ich überhaupt Werkstätten bauen will, weil die Panzer gehen eh so schnell kaputt. Melde mich wie befohlen. In Ordnung. In Ordnung, bestätigt. In Ordnung. Ja, Sir, in Ordnung, bestätigt. In Ordnung. Bewegung und so. Wir brauchen mehr. Aber ist die. Ach, der will da unten abgeben, alles klar.
Einheit bereit. Wird gebaut. Erwarte Ihre Befehle. Bestätigt. Erwarte Ihre Befehle. Mission abgeschlossen. Wird gebaut. Wir kommen mal mit. In Ordnung. In Ordnung. Jawohl. Ich möchte jetzt aufs Ganze gehen. Sonst kriegt man das ja nie kaputt, das Zeug. Und so lange werden sie mich noch nerven. Es ist massig, BMTs einzusetzen. Die kosten genauso viel wie die Kampfpanzer. Bringt das auch nicht so viel. So, ist halt so ein bisschen die Nachhut. Ja, die hat sich schön vernichten lassen. Ah, gut, das wollte ich schon gerade sagen. Kommt mir jetzt nicht damit, dass das jetzt plötzlich jetzt der Angriff da unten kommt, wo die Truppen wechseln, die es bewachen. Nehmen Sie es mal auf den Schaden, so viel halten sie auch nicht aus. Wo lauft ihr hin? Eigentlich sollte es ausreichen, wenn nur eine oder so reingeht, oder so. Nest ausgelöscht. Das liest man doch gerne. Wenn wir schon mal die Gegend da oben ein bisschen gesichert haben, dass der Erz, dass die Erzzufuhr hinhaut, ist ja schon mal ein Anfang. Wird gebaut. Einheit bereit. Bestätigt. Sehr gern. In Ordnung. Gut, eine Sache, die wir als DDI eigentlich nicht haben dürften, wären die Geschütztürme. Das ist so ein Not-Ding. Aber ansonsten sind wir ziemlich akkurat, was das angeht. Einsatz gespeichert. Aber gut, ich denke mal, die wollen schon so fair sein, dass sie die verbesserten Wachtürme nicht gibt, wollen sie wenigstens so fair sein bei Westworld und sagen, okay, dann wenigstens die Geschütztürme. Ah, super. Ja, super. Wenigstens diese Hälfte hier gesichert haben. Bevor wir den Part beenden. Weil das schaffe ich auf jeden Fall nicht in einer Runde. Jawohl. In Ordnung. Jawohl. Sofort. In Ordnung. Sofort. In Ordnung. Hallo. Ja, Sir. Jawohl. Ja, Sir. Sehr gern. Sehr gern. Jawohl. In Ordnung, in Ordnung, in Ordnung. Irgendwo ist doch bestimmt noch ein Nest. Abgeschlossen. Ja, Sir. Yep. Wird gebaut. Wird gebaut. Erwarte Ihre Befehle. Bestätigt. Erwarte Ihre Befehle. Bestätigt. Hallo. Ja, Sir. Ich glaube, wir sind unsere lahmen Raxiros schon mal los. Das ist gar nicht mal so schlecht. Obwohl, sie leben noch. Bestätigt. Melde mich wie befohlen. Jawohl. In Ordnung. Ja, Sir. Hallo. Komm, einmal schießen noch. Jawohl. Ja, Sir. Konstruktion abgeschlossen. In Ordnung. Ja, Sir. In Ordnung. So aufgestellt sollte das erstmal hinhauen. Gebaut. Wird gebaut. Ja, Sir. Alles klar. Weiter. Sehr gern. Wo kommen die? Von wo kommen die eigentlich her? Da unten können die ja nicht durchlaufen, oder? Also können sie schon, aber die würden da doch bestimmt stehen bleiben, um die Panzer anzugreifen. Ich glaube, dass ganz viele Bunkers auch bringen würden. Die einfach in Masse wegzuschießen, dass sie nicht durchlaufen können die ganze Zeit immer. Da bräuchte ich vielleicht nicht mal ganz viele Tarnbunker. Ich meine, die halten mehr auf. Ei. Da habe ich doch was Leckeres sofort gefunden. Ostereier. Jawohl, sofort. In Ordnung. Sind jetzt nicht viele, aber ein paar haben wir. Jawohl. Sofort. Wir sollen dann die Zivilisten sofort beschützen, aber ich sehe eine Kirche und mein Instinkt ruft nicht. Also jetzt. Nicht, dass ich was gegen Kirchen hätte, aber da sind immer die schönen Kisten drin.
In Ordnung. Sehr gern. Da ist die Kirche selbst schuld, dass sie so wertvoll ist. Yay! Sehr gern. Ich wurde nicht enttäuscht. Melde mich wie befohlen. Bestätigt. Wird gebaut. Ich meine, ganz normale Bunker sind ja zumindest halbwegs günstig und haben immer noch eine gute Schlagkraft. Die Tarnbunker sind ja, glaube ich, bloß besser gepanzert. Bestätigt. Bestätigt. Einheit bereit. Ja, die müsste gleich so kaputt gehen, genau. Gebaut. Alles klar, aber ich würde mal sagen, bestätigt. Den weiteren Teil machen wir dann beim nächsten Part. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge.